hier aus Berlin. Neben mir steht Rechtsanwältin Dr. Kirsten König, Rechtsanwalt Friedemann Deblitz. Mein Name ist Rechtsanwalt Ralf Ludwig. Wir haben uns aktuell die Bescheide angeschaut, die ja derzeit durch alle Medien gehen, nämlich die Bescheide, die Versammlungen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen, es waren Demonstrationen, Aufzüge, Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen angemeldet, komplett verboten haben. Das ist jetzt aktuell der Stand. Das ist ein behördliches Verbot. Gegen dieses behördliche Verbot werden wir jetzt auf dem gerichtlichen Wege vorgehen und wir möchten einfach ein paar Hintergrundinformationen liefern. Vielleicht erstmal kurz zu dem, was ich sagen kann. Ich war sowohl wie viele von euch am 1.8. in Berlin. Ich war zudem auch bei den Kooperationsgesprächen dabei, die Kooperationsgespräche mit der Polizei in Vorbereitung auf die Demos, die jetzt an diesem Wochenende stattfinden sollen, sind telefonisch geführt worden. Und ich muss sagen, es ist in einer sehr guten Atmosphäre, in einer sehr freundlichen Atmosphäre und in einer sehr kooperativen Atmosphäre mit der Polizei geführt worden. Die Polizei wusste um die Zahl der angemeldeten Teilnehmer. Das heißt, für den Aufzug, ich rede jetzt nur über die beiden großen Versammlungen, die am Wochenende geplant waren, am 29. am 29.8., nämlich der Aufzug, der eben durch Berlin mit LKWs mit Personen ziehen sollte und die Versammlung, die auf der Straße des 17. Juni stattfinden sollte. Die Polizei war also sowohl über die Anzahl der angemeldeten Personen informiert, als auch über die Strecken, als auch über die Versammlungsmittel, die wir dabei haben wollten, wie LKWs, wie Bühne, wie Mikrofone und so weiter und so fort. Und wie gesagt, es war ein sehr, sehr kooperatives Gespräch, es war ein sehr gutes Gespräch. Die Polizei hat mit uns alle Einzelheiten besprochen. Die haben besprochen, wo die LKWs stehen, welche Kennzeichen die LKWs haben, wer die Fahrer der LKWs sind, wie die Menschen geführt werden sollen, dass sie an der Bühne bzw. an den LED-Wänden, die wir aufstellen wollen, verteilt werden. Das heißt also, dass die Menschen über die weite Fläche verteilt sind und so weiter und so fort. Das heißt also, wir haben in allen Einzelheiten stundenlang gesprochen, wie wir das machen wollen. Und zu keinem Zeitpunkt hat die Polizei auch in irgendeiner Weise uns gesagt, die Teilnehmerzahl sei zu groß, sondern es wurde eben gesagt, ihr habt zu viele LKWs für den Aufzug, reduziert das doch bitte. Dann haben wir das reduziert und haben dann gemeinsam nach Flächen gesucht, wo wir die anderen LKWs platzieren können, damit nicht zu viele Versammlungsteilnehmer bei der Kundgebung sind und die Sicherheitsabstände eingehalten werden können. All das haben wir wirklich in sehr kooperativer Art und Weise mit der Polizei besprochen. Es war zu keiner Zeit auch nur im Ansatz, die Diskussion darüber, diese Versammlung zu verbieten, sondern es war natürlich die Diskussion über die Beauflagung einer solchen Versammlung. Das ist das Übliche. Wir haben in Artikel 8 Grundgesetz das Recht auf Versammlung unter freiem Himmel. Das heißt, wir sind berechtigt, eine Versammlung durchzuführen. Die muss man auch nicht genehmigt bekommen, sondern jeder, im Gesetz steht Deutsch, aber es wird auch ausgelegt für alle, jeder hat das Recht, in Deutschland unter freiem Himmel zu demonstrieren. Er muss nur diese Versammlung rechtzeitig anmelden. Es gibt dafür keine Genehmigung. Die zuständige Versammlungsbehörde prüft dann, ob diese Versammlung möglicherweise irgendwelche Gefahren für die Sicherheit und Ordnung hat und kann diesen Gefahren für die Sicherheit und Ordnung dadurch begegnen, dass sie irgendwelche Auflagen macht. Also was weiß ich, dass sie sagt, ihr müsst Ordner stellen, dass sie sagt, ihr dürft keine langen Holzstangen dabei haben als Fahnen, weil Gefahr besteht, dass damit Menschen verletzt werden. Oder jetzt in der Corona-Zeit, ihr müsst Sicherheitsabstände haben oder ihr müsst eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und so weiter und so fort. Das sind Auflagen, die Polizei oder die Versammlungsbehörde geben kann. Wir machen seit Wochen hunderte solcher Versammlungen und solche Auflagen kennen wir. Und mit diesen Auflagen werden diese Versammlungen auch friedlich, ordentlich, sauber und ohne Probleme durchgeführt. Wie gesagt, das sind mehrere hundert gewesen seit April, die im Wesentlichen ja von der Bewegung Querdenken oder vom demokratischen Widerstand durchgeführt wurde. Das ist jetzt die Situation. Also die Polizei hätte also in irgendeiner Form, damit haben wir auch gerechnet, auch diese Versammlung wieder beauflagen können. Darüber haben wir auch gesprochen mit der Polizei. Das heißt, eins der Themen war natürlich die Sicherheitsabstände. Ein anderes Thema war die Mund-Nasen-Bedeckung. Ich will zu diesen beiden Themen auch noch kurz was sagen, bevor dann die beiden Kollegen etwas sagen zu dem aktuellen Bescheid, die sich sehr intensiv auf den aktuellen Bescheid vorbereitet haben. In dem Kooperationsgespräch ging es eben zum einen um die Abstände. Da ist es so, dass auch in dem Bescheid vom 1.8., das geht derzeit immer wieder durch die Medien, dass die Menschen sich nicht an die Auflagen, die in diesem Bescheid beauflagt worden sein sollen, in Bezug auf den Sicherheitsabstand gehalten haben sollten. Das ist zunächst einmal eine unwahre Behauptung, denn der Versammlungsbescheid vom 1.8. hat überhaupt keinen Sicherheitsabstand vorgesehen, sondern in dem Versammlungsbescheid vom 1.8. war lediglich ein Hinweis auf die allgemeine Berliner Corona-Verordnung, die besagt,
dass man da womöglich 1,5 Meter Abstand voneinander halten soll, aber da muss, wo es nicht geht. Das Einzige, was beauflagt war, ist tatsächlich, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen war, allerdings nur für diejenigen, die nicht einen Ausnahmetatbestand haben und von dieser Mund-Nasen-Bedeckung befreit sind. Wir kennen keine einzige Person, die tatsächlich von der Polizei am 1.8. kontrolliert worden wäre und wo festgestellt worden wäre, dass diese Person rechtswidrig eine Mund-Nasen-Bedeckung nicht getragen hätte. Das heißt also, der Vorwurf, dass tatsächlich Menschen rechtswidrigerweise eine Mund-Nasen-Bedeckung nicht getragen haben am 1.8., ist uns nicht bekannt. Wir kennen weder Bußgeldbescheide noch kennen wir Personen, deren Personalien festgestellt worden sind. Deswegen, wir hatten es auch damals der Polizei kooperativ angeboten und haben gesagt, sagt uns bitte, welche Voraussetzungen denn gegeben sein müssen, um befreit zu sein, damit ihr das akzeptiert. Wollt ihr einen Attest sehen? Wollt ihr irgendwie eine Aussage haben, mir geht es gerade schlecht, ich kriege keine Luft oder was auch immer? Und die Polizei hat gesagt, nein, das können wir auch nicht kontrollieren. Wir gehen davon aus, dass jeder eine solche Mund-Nasen-Bedeckung tragen muss. Deswegen sind wir auch in einem Rechtsstreit derzeit mit der Stadt Berlin. Wir haben nämlich darauf geklagt, festzustellen, dass die Auflösung am 1.8. rechtswidrig war. Und ich persönlich gehe davon aus, dass wir diesen Rechtsstreit auch gewinnen werden. Jetzt war halt die Situation, dass wir aber trotzdem, weil anders als es häufig dargestellt wird, sind diejenigen, die diese Demonstration machen, sind Menschen, die rücksichtsvoll sind, die solidarisch sind und die auf ihre Mitmenschen achten. Deswegen haben wir gesagt, wir unterstützen natürlich die Berliner Behörden dabei, dass das Hygienekonzept oder dass die Sicherheitsabstände und gegebenenfalls auch eine Maskenpflicht oder eine Mund-Nasen-Bedeckung, wenn sie denn angeordnet würde, zumindest da, wo sie rechtmäßig wäre, auch eingehalten würde. Das heißt also, wir haben sehr kooperativ auf die Polizeibehörde eingelassen und auch auf die Gesundheitsbehörde eingelassen. Wir kritisieren natürlich die Maßnahmen, die aufgrund der Corona-Situation durch die Politik gemacht werden. Das ist auch der Grund, warum viele auf die Straße gehen. Viele zweifeln auch an, dass die gesundheitliche Gefährdung durch dieses Virus so stark ist, wie es häufig in den Medien dargestellt wird oder wie es auch häufig durch die Politiker dargestellt wird. Aber dennoch akzeptiert die Mehrheit der Menschen, die auf solche Versammlungen gehen, die Angst der anderen und hält diese Abstände ein. Wie gesagt, wir haben hunderte von Demonstrationen in Deutschland seit April durchgeführt und wir haben danach immer der Polizei bescheinigt bekommen, dass wir die Sicherheitsabstände eingehalten haben, dass wir friedlich waren, dass wir die Plätze sauberer verlassen haben, meistens als wir sie vorgefunden haben. Das heißt, wir haben uns wirklich sehr an die Regelungen, die hier in Deutschland gelten, gehalten, um unserer Meinung Ausdruck zu verleihen. Darf ich ganz kurz noch was sagen? Wir sind ja hier, reden über eine Versammlung in Berlin und in Berlin ist die Lage so, wie Ralf das gerade gesagt hat. Am 1. August gab es nur den Hinweis auf die allgemein geltenden Abstandsregeln. Die gibt es zwar, da gibt es aber auch die Ausnahmeregelung, die Abstände muss man nicht einhalten, wenn es nach den Umständen nicht zu vermeiden ist. Und da in einem Rechtsstaat vor dem Verwaltungsgericht hat die Berliner Landesregierung, also der Senat, selbst gesagt, er kann gar nicht vorgeben, wann denn der Abstand einzuhalten ist und wann nicht. Da kommt es auch auf individuelle Fragestellungen an. Demnach ist sozusagen der Hinweis auf nicht eingehaltene Abstände, der hat keine Grundlage. Es ist jedenfalls nicht bestimmt. Es ist nicht klar, wann diese Abstände, wann die Abstandsregel wirklich verletzt wurde. Ja, danke, Friedemann. Das wird auch sicherlich nochmal Thema dieses Bescheides sein. Was auch noch ist, wenn wir auf den 1.8. beziehungsweise auf das Wochenende um den 1.8. zurückblicken, es hat ja nicht nur eine Versammlung gegeben auf der Straße des 17. Juni, sondern hat mehrere Versammlungen gegeben. Die anderen Versammlungen sind völlig beanstandungsfrei durchgeführt worden. Das heißt, wir haben auch weitere Versammlungen, zum Beispiel am Brandenburger Tor oder am Mauerpark gehabt, wo mehrere tausend Menschen waren, wo mit diesen mehreren tausend Menschen die Sicherheitsabstände eingehalten wurden, wo die Versammlung von Anfang bis Ende unter Begleitung der Polizei durchgeführt worden ist, wo es überhaupt keine Beanstandung gegeben hat. Das heißt, die gerade veröffentlichten Meinungen, insbesondere des Innensenators, die zeigen, dass es eher um ein politisches Thema als um ein Hygienethema geht oder ein Sicherheitsthema. Denn wie gesagt, es haben mehrere Versammlungen auch rund um den 1.8. in Berlin stattgefunden von Querdenken-Initiativen und diese Demonstrationen sind völlig beanstandungsfrei von Anfang bis Ende durchgeführt worden. Das ist also die Situation. Wir hatten also, wie gesagt, ein Kooperationsgespräch mit der Polizei. Was eben auch auffällig ist, warum führt die Polizei mit uns stundenlange Kooperationsgespräche, wo es um Einzelheiten geht, wenn dann doch in dem Bescheid die Begründung ist, dass man uns ja kennen würde,
und dass man wissen würde, dass wir ja uns an die Regeln nicht halten und deswegen wird die Versammlung verboten. Dann hätte man die Versammlung ja auch von Anfang an verbieten können und hätte gar nicht mit uns Gespräche führen müssen. Ich bin persönlich, weil ich war bei diesen Gesprächen dabei, ich bin sicher, dass die Menschen bei der Polizei und bei der Polizeibehörde in Berlin anständige und ordentliche Menschen sind, die auch anständig und ordentlich unseren Antrag beziehungsweise unsere Anmeldung dieser Demonstration geprüft haben. Diese Menschen hätten auch in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wieder Auflagen gemacht. Wir hätten diese Auflagen vor Ort gehabt und hätten dann unsere Versammlung durchführen können. Es ist eine politische Anweisung durch den Berliner Innensenator gewesen. Ich gehe davon aus, dass der Berliner Innensenator, wer das Video gesehen hat, selber auch nicht davon überzeugt ist. Ich gehe davon aus, dass der Berliner Innensenator sicherlich von dem Bürgermeister, der sich ja am 2.8. sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, überzeugt worden ist, eine Begründung zu finden, die keine juristische Begründung ist, die vor keinem Gericht wird standhalten können, diese Versammlungen zu verbieten. Und die juristische Argumentation kommt jetzt von meinen beiden Kollegen, die sich intensiv mit, so intensiv wie es halt möglich ist, weil wir heute erst Informationen bekommen haben, mit diesem Bescheid befasst haben, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen und was wir juristisch machen werden. Vor diesem Hintergrund, den Ralf gerade erläutert hat, verwundert dieser Bescheid natürlich sehr, denn darin wird gesagt, dass es keine Alternative gibt zu dem ausgesprochenen Verbot. Und begründet wird es damit, dass hier eine Abwägung des sehr hohen Guts der Versammlungsfreiheit gegen das ebenfalls sehr hohe Gut der körperlichen Unversehrtheit dazu geführt hat, dass Letztere den Vorrang hat. Das unterstellt, wie es auch tatsächlich wörtlich in dem Bescheid steht, dass davon ausgegangen wird, dass die vereinbarten Sicherheitsvorkehrungen, die Hygienemaßnahmen, die ja, wie von Ralf eben geschildert, im Kooperationsgespräch intensiv besprochen wurden, schlicht nicht eingehalten werden. Es wird hier also allen, die vorhaben, auf diese Versammlung zu kommen, wird unterstellt, dass sie dagegen verstoßen werden. Und das ist vor dem Hintergrund, den Ralf eben geschildert hat, eine Unterstellung. Das kann man nicht mehr sagen, denn die Erfahrung zeigt, dass das eben nicht der Fall war. Denn uns allen, die hier auf diese Versammlung kommen werden und alle, vor allem die diese Versammlungen, es sind ja mehrere, die verboten wurden, veranstalten möchten, ist der Schutz der Gesundheit natürlich wichtig. Es wird überall respektiert, dass es Menschen gibt, die mehr Angst haben als andere Menschen. Es wird überall respektiert, dass Leute um ihren gesundheitlichen Zustand fürchten. Gerade deswegen sind die Kooperationsgespräche ja so gelaufen, wie sie gelaufen sind. Dass jetzt trotzdem ein Bescheid ergeht, in dem behauptet wird, dass sich die Menschen daran nicht halten werden und das als alternativlos, das Verbot als alternativlos dargestellt wird, ist unserer Auffassung nach nicht richtig. Wie Ralf schon dargestellt hat, werden wir dagegen juristisch vorgehen. Und der Friedemann wollte noch einige Punkte hervorheben aus dem Bescheid, die durchaus auch positiv Wenn sind. ich kurz unterbrechen darf, ich Ja. wollte das nur noch ergänzen. Also die grundsätzliche Regelung im Versammlungsrecht ist, dass um eine Versammlung zu verbieten, muss eine konkrete Gefahr bestehen. Und eine konkrete Gefahr muss bekannt sein. Hier wird aber nur mit ganz, ganz kruden, diffusen Argumentationsmustern gearbeitet. Wir kennen ja diese Menschen, die aus irgendeinem Milieu kommen, was zwar völlig heterogen ist, ganz, ganz unterschiedliche Menschen, aber diese Menschen, die kommen, werden sich garantiert nicht an die Auflagen halten, die wir noch gar nicht gegeben haben. Wir haben ja noch gar keinen Auflagenbescheid, sondern wir haben nur ein Verbot. Das heißt also, es wird im Prinzip die konkrete Gefahr gar nicht beschrieben, die zwingend notwendig ist. Weil das Demonstrationsrecht ist ein ganz, ganz hohes Schutzgut in einer repräsentativen Demokratie, wo wir alle 4 Jahre unsere Politiker wählen. Da muss der Bürger über das Demonstrationsrecht seine Meinung kundtun können. Und deswegen wird gesagt, um es verbieten zu können, muss eine konkrete Gefahr, und die konkrete Gefahr muss deutlich beschrieben sein und es darf keine Alternativen geben. Und diese Situation haben wir überhaupt nicht. Das gibt der Bescheid auch nicht her. Und das ist das, was die Kirsten auch gerade sagte. Das ist das, was das Bundesverfassungsgericht verlangt. Nämlich eine konkrete Gefahr. Und jetzt wird eben gesagt, hier werden Menschen kommen, die sich an die Regeln, die wir ja noch nicht mal kennen, weil sie noch gar nicht genannt worden sind, die Regeln, nicht halten werden. Es ist aber keine einzige Person festgestellt worden am 1.8., die sich an eine
Regel nicht gehalten hätte. Weil da kann man dann zum Beispiel im Rahmen einer sogenannten Gefährdeansprache oder im Rahmen eines Gefährdeanschreibens, dass man sagt, wir gehen davon aus, du wirst jemand sein, der sich an die Regeln nicht hält, du darfst nicht kommen. Das kennt man ja auch vom Fußball oder von anderen Versammlungen, gerade wenn es gewalttätige Teilnehmer von Versammlungen gibt. All das hat die Polizei nicht gemacht. Die Polizei kann uns keinen einzigen Namen eines Menschen nennen, der sich an die Regeln nicht halten wird, weil sie kennt keinen einzigen Menschen, der zu unserer Versammlung kommt und sich an die Regeln nicht halten wird. Das kennt sie nicht. Das heißt also, das, was hier diffus so behauptet wird, diese Menschen, das seid ihr übrigens, diese Menschen, aus irgendeinem Spektrum, was hier weit benannt wird, die würden dadurch eine konkrete Gefahr sein, dass sie sich an die Auflagen, die wir noch nicht mal kennen, nicht halten werden. Ja, also konkret in dem Bescheid kann man einmal zitieren, wird gesagt, die Durchführung ihrer Versammlung würde Freiheitsrechte Dritter erheblich beeinträchtigen. Konkret wird dann behauptet, würde damit in den Schutzbereich des Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes in einer Weise eingegriffen, die im Hinblick auf die hohe Stellung des verletzten Rechtsgutes nicht hinnehmbar ist. Also Artikel 2 Absatz 2 ist Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person. Das heißt, uns wird gesagt, wenn wir da demonstrieren für unsere Freiheit, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausdrücklich, die wir gerade im Moment akut in Gefahr sehen, dann greifen wir in einer nicht hinnehmbaren Weise in das Leben, die körperliche Unversehrtheit und die Freiheit der Person ein. Das steht da drin. Das passt halt nicht. Und begründet wird das unter anderem damit, dass mit sehr viel mehr Personen zu rechnen ist, die sich dieser Versammlung anschließen werden, als die angemeldete Fläche hergibt. Und dann zu befürchten ist, dass die Sicherheitsabstände auf dieser Fläche nicht mehr eingehalten werden können. Und dann ist das deren Schlussfolgerung, also alternativlos Verbot. Es wurde in dem Kooperationsgespräch darauf gar nicht hingewiesen, dass die Polizei oder die Behörden von einer höheren Teilnehmerzahl als die angemeldeten 22.500, und das glaube ich, ausgeht. Und jetzt plötzlich wird deswegen ein Verbot ausgesprochen. Da wäre ja eine mögliche Alternative, die ja gegen die Alternativlosigkeit, die hier attestiert wird, wäre ja eine mögliche Alternative, den Veranstalter zu bitten, auf eine größere Fläche auszuweichen. Aber darüber wurde in keiner Weise im Vorfeld gesprochen. Was man auch immer wieder, insbesondere denjenigen, die möglicherweise gegenüber unseren Demonstrationen kritisch sind, was man denen sagen muss. Es gibt ja in Berlin und auch in keinem anderen Bundesland in Deutschland die Pflicht, unter freiem Himmel eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das heißt also, diese Maskenpflicht wird ja bewusst nur für Demonstrationen auferlegt, wenn es um diese Frage der Maskenpflicht geht. Das heißt also, eine Mund-Nasen-Bedeckung unter freiem Himmel zu tragen, weder im Schwimmbad noch in Fußgängerzonen, noch irgendwo, wo Menschen sich treffen, wo auch viele Menschen sich treffen, ist in Deutschland überhaupt vorgesehen. Diese Mund-Nasen-Bedeckung ist ja auch nicht vorgesehen in Holland, in Dänemark, in Schweden, in ganz vielen anderen Ländern in Europa. Das heißt also, eine Mund-Nasen-Bedeckung unter freiem Himmel zu tragen, ist die ganz, ganz große Ausnahme und wird auch in der Medizin, selbst in der, sage ich mal, in der medizinischen Richtung, der die unsere Regierenden folgen, als sehr, sehr kritisch angesehen und sehr kritisch diskutiert. Das muss man mal sagen. Was übrigens spannend ist in diesem Bescheid, das habt ihr beide ja auch gesehen, die Polizei spricht jetzt auf einmal davon, dass am 1.8. 30.000 Menschen auf der Straße des 17. Juni gewesen sein sollen. Wir haben noch eine Presseanfrage gemacht, die Presseanfrage vom 24.8. Da hat die Pressestelle der Polizei noch gesagt, es sind 20.000 Teilnehmer gewesen auf der Straße des 17. Juni. Das kennt man ja auch aus den Pressemitteilungen. Jetzt in diesem Bescheid wird auf einmal, und zwar nicht aus Versehen, dass sie sich verschrieben haben oder so, sowas wird an mehreren Stellen gesagt, auf der Straße des 17. Juni waren 30.000 Teilnehmer. Das heißt also, die Teilnehmerzahl ist auf einmal innerhalb jetzt von 2 Tagen um 10.000 oder auch um 30% gestiegen. Das ist auf jeden Fall auffällig. Was können wir zu der Teilnehmerzahl sagen oder zu dieser Argumentation mit der Teilnehmerzahl? Na, es fällt doch auf, dass jetzt, wo so argumentiert wird, dass eine große Gefahr, eine konkrete Gefahr für Leib und Leben von anderen Menschen ausgeht durch diese Demo. Es passt natürlich ins Bild, wenn jetzt ein paar mehr Leute da waren, auch mehr als bei anderen vergangenen Großdemonstrationen, die wir gesehen haben seit Beginn der Corona-Krise und hingegen vor einiger Zeit war es halt politisch sicherlich opportuner, von einer geringeren Zahl auszugehen, jedenfalls aus Sicht der Regierung. Insofern würde ich auch die Medienvertreter bitten, doch einfach diesen Bescheid zur Grundlage zu nehmen und in Zukunft davon zu berichten, dass am 1.8. wenigstens 30.000 Teilnehmer auf der Straße
auf der Straße des 17. Juni waren. Wenn denn tatsächlich 30.000 Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni waren, hat ja der Herr Ballweg mit der Anmeldung dieser Versammlung sogar die Teilnehmerzahl reduziert, um einfach dort auch die Abstände besser hinzustellen. Das ist ein juristisches Argument, was wir haben. Also das ist eben das, was für uns relativ wichtig ist. Also es wird im Prinzip hier mit Zahlen gespielt, es wird mit Zahlen jongliert, es wird seitens der Berliner Politik, wir müssen sagen, das hier ist von der Berliner Politik angeordnet, ganz sicher, es ist nicht von der Polizei, wird hier mit Zahlen so gespielt, wie man es braucht. Berichtet man also über eine Versammlung von Gegnern der Corona-Maßnahmen, wird offiziell erst zunächst einmal gesagt, es sind 20.000 und im Nachhinein wird dann auf einmal die Zahl erhöht, wenn man es, um eine solche Versammlung zu verbieten, benötigt. Auch darauf wird das Verwaltungsgericht in Berlin nicht reinfallen, auf diese Finte. Und da werden wir auch eben entsprechend dagegen vorgehen. Ja, genau. Vielleicht sollten wir was zu der Alternativlosigkeit sagen. Genau, das hatte Kirsten ja vorhin schon gesagt. Also die Polizei sagt ausdrücklich, ein Verbot ihrer Versammlung ist mithin alternativlos. Sie begründen das damit. Naja gut, nee, sie sagen, das ist jetzt wieder nichts Was Neues. Ja, ja. da wieder, was wir natürlich vor Gericht auch erklären werden, ist, auch dort war es im Kooperationsgespräch so, weil wir wussten, dass es ja Probleme gab am 1.8., jedenfalls Probleme, die die Polizei meint gesehen zu haben, haben wir darauf reagiert und wir haben sogenannte Deeskalationsteams gebildet. Das heißt, bei dieser Demonstration am 29.8. werden 100 Anti-Deeskalationsteams vor Ort sein. Nein, es sind nicht Anti-Deeskalationsteams, sondern es sind Deeskalationsteams. 100 werden vor Ort sein, die sind zu jeweils drei Personen. Davon ist eine Person, mindestens eine Person, psychologisch geschult. Und wir haben 50 Anwälte vor Ort, die auch diese Deeskalationsteams unterstützen, die auch dazu beitragen sollen, an bestimmten Stellen, wo sich möglicherweise Menschenmengen wieder bilden, die darauf hinzuweisen, bitte haltet die Abstände, bitte geht ein Stück auseinander, dass wir die Abstände hier einhalten können. Also auch dafür haben wir vorgesorgt, auch das haben wir angeboten, ist sehr positiv aufgenommen worden durch die Polizei. Hier haben wir auch eigene Sanitätskräfte im Einsatz. Das heißt also, wir haben sehr, sehr viele Menschen im Einsatz, die genau darauf hinwirken sollen. Wir haben natürlich auch eine große Anzahl an Ordnern. Ich glaube, 900 Ordner sind insgesamt gemeldet, die eben mit diesen 300 Deeskalationsteams und den 50 Anwälten genau an den neuralgischen Punkten stehen und dafür sorgen, dass die Abstände eingehalten werden. Das ist alles in Kooperation mit der Polizei gewesen. Und die Polizei hat das alles als sehr positiv angesehen, hat das ja auch mit ins Konzept aufgenommen. Wir haben ein Durchführungskonzept der Menschen, dass die Menschen halt, wenn sie von der Kundgebung kommen, die einmal um Berlin zieht, oder um die Innenstadt von Berlin zieht, auf die Straße des 17. Juni geleitet wird, in die verschiedenen Stellen, relativ große Versammlungsfläche diesmal, zu den verschiedenen Stellen geleitet wird, dass die Menschen nicht alle vor der Bühne stehen, sondern an verschiedenen Leinwänden, Großleinwände, die wir aufgebaut haben. All das ist geplant und ist auch vorgesehen. Und deswegen bin ich auch relativ sicher, ich persönlich glaube, dass wir möglicherweise das Oberverwaltungsgericht noch in Anspruch nehmen werden, weil vielleicht das Verwaltungsgericht in Berlin nicht den Mut wird haben, diesen rechtswidrigen Bescheid aufzuheben. Das ist eine Frage halt, ob ein Gericht letztlich einen so derart rechtswidrigen Bescheid aufhebt oder nicht. Aber ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht nicht mehr brauchen werden, weil dieser Bescheid so offensichtlich rechtswidrig ist. Und wie gesagt, es ist, denn vielleicht könnt ihr noch mal was dazu sagen, so allgemein, was das mildere Mittel bedeutet und wie im Prinzip man bei einem Bescheid als Behörde arbeiten muss, um zu sagen, wie gesagt, es geht ja um ein Demonstrationsrecht, das verboten wird. Es geht ja nicht um eine Einschränkung oder so, sondern es geht um ein Verbot. Warum oder unter welchen Umständen, was die Polizei machen muss, um ein solches Verbot überhaupt aussprechen Ja. zu dürfen, was sie hier gemacht hat. Also die Polizei sagt ja, selbst erläutert als milderes Mittel eine Begrenzung der Personenzahl, etwa auf 5.000 Personen. Und sie sagt selbst, dass eine solche Begrenzung schlicht nicht durchführbar wäre. Also sie geht selbst davon aus, dass wesentlich mehr Menschen kommen als am 1. August. Und sie sagt, eine Begrenzung wäre schlicht nicht durchführbar. Das können wir nicht leisten. Und das Wesen von Demonstrationen ist ja aber, nach meinem Rechtsverständnis jedenfalls, dass Leute hinzukommen können, damit den Meinungen, die eben auch auf Versammlungen kundgetan werden, dass denen also auch Gewicht durch die Teilnehmerzahl verliehen werden kann. Und gerade bei dem Thema Corona, bei dem es ja nun mal unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen gibt. Und es gibt nicht nur die Bewertung des Robert-Koch-Instituts, dass, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, die Indikatoren, die Ampelindikatoren für Berlin sind alle drei gerade auf grün. Kann ich mich jetzt nicht darauf festnageln, aber das ist mein Stand.
Also es ist ja gerade wichtig in einer Situation wie heute, dass es möglich ist, dass Menschen hinzukommen und dass es keine Begrenzung gibt. Also an sich das schon mal. Aber die sagen ja auch, sie erwarten so viele Menschen, dass sie es überhaupt gar nicht begrenzen könnten als Mittel. Und dann soll das alternativlos sein, die Demo zu verbieten. Also da sind wir in einem Bereich, den ich verfassungsrechtlich wirklich nicht mehr nachvollziehen kann, was Artikel 8 Grundgesetz angeht. Da hatte ich vorhin ja schon angesprochen, dass ein mögliches milderes Mittel natürlich die Verlegung an einen anderen Ort wäre. Wir sind hier in Berlin, da denke ich, gibt es auch durchaus Ausweichflächen. Man könnte die Straße auch noch weiter öffnen in der Länge oder einfach ganz woanders hingehen, wo dann bei den Zahlen, die Polizei hier erwartet, dann auch mit den entsprechenden Abständen weiter agiert werden kann. Aber es wird hier gar nicht erörtert, also es wird nirgendwo angesprochen. Es wird rein auf die Gesundheitsgefährdung abgestellt in der Begründung, dass die nicht verhindert werden könne. Und interessant finde ich dabei, dass dabei überhaupt nicht erwogen wird, also es wird ja natürlich im Zusammenhang mit der Gesundheitsgefährdung immer darauf abgestellt, dass man davon ausgeht, dass die Menschen die Maske nicht tragen. Und es wird aber an keiner Stelle auch nur mit einem Wort erwähnt, dass ja die Maske nicht nur eventuell vor Infektionen schützen kann, sondern dass die Maske selber auch eine Gesundheitsgefahr darstellen kann. Das wird nirgendwo erwähnt. Es wird immer nur darauf abgestellt, die Menschen tragen ja die Maske nicht, und auch nirgendwo erörtert, dass es ja durchaus auch Menschen gibt, die selbst nach den geltenden Verordnungen die Maske gar nicht tragen müssen. Zudem macht ja auch die Behörde, die schreibt ja selbst von steigenden Infektionszahlen, und die sagen also, in die Gefahrenprognose stellt sie diese ein, und deswegen eine große, konkrete Gefahr für Leib und Leben sieht also die Berliner Polizei. Und das ist auch ein Punkt, der tatsächlich mal überprüft werden sollte von den Gerichten, denn die Infektionszahlen an sich, die hängen ja auch zusammen mit dem Testverhalten, und das ging ja in den letzten Wochen massiv hoch. Ja, hingegen letzte Woche Mittwoch, Robert-Koch-Institut, das hat veröffentlicht, 0,96% der getesteten Personen gehen mit einem positiven Testergebnis daraus. Also auch ein kleines bisschen auf die tatsächlichen Grundlagen hoffentlich werden die Gerichte darauf auch schauen. Ein Punkt wollte ich noch sagen, das steht jetzt hier nicht so in dem Bescheid, aber in der heutigen Pressekonferenz des Berliner Innensenators wurde davon gesprochen, dass man anscheinend davon ausgeht, zumindest wenn dieses Verbot jetzt aufrechterhalten bleibt, dass es zu Gewaltausbrüchen kommt. Hierzu wollte ich sagen, dass das aus unserer Sicht überhaupt nicht vereinbar ist mit den bisherigen Erfahrungen. Es ist kein einziger gewalttätiger Übergriff von Demonstrationen bekannt aus den letzten Wochen und Monaten. Kein einziger. Das ist natürlich etwas sehr Positives, was wir auch immer wieder betonen und auch in den Gesprächen mit der Polizei immer wieder hervorgehoben wird. Es gibt Polizisten, die haben gesagt, sie haben noch nie so eine friedliche Demonstration erlebt. Deshalb wissen wir nicht, woher diese Befürchtung jetzt kommt. Und das ist gleichzeitig natürlich nochmal ein Appell, weiterhin friedlich zu bleiben. Es hat tatsächlich am 1.8. Verletzte gegeben, verletzte Polizisten. Diese verletzten Polizisten sind unter ihren Masken kollabiert und sind von unseren Ordnern, von unseren Kräften, die dort vor Ort waren, mit Wasser versorgt worden. Wir haben dafür gesorgt, dass Ärzte und Rettungsdienste gekommen sind, um diese Polizisten eben wieder zu kurieren, um denen zu helfen. Das heißt also, die verletzten Polizisten, das ist ja immer das, was so durch die Medien geht. Es wird immer gesagt, bei dieser Demonstration sind so und so viele Polizisten verletzt worden. Dass eben, wenn ein Polizist, der 5 Stunden in sengender Hitze, was am 1.8. war, mit einer schwarzen Maske trägt, steht, dass der kollabiert, ist nicht unüblich. Und genau das ist passiert. Wir haben denen aber geholfen, weil wir die Polizisten als Bürger in Uniform sehen und weil wir die Polizisten als unsere Freunde und Freundinnen erachten und sie einfach dazu da sind, um unsere Versammlungen zu schützen. Und das machen die auch sehr gut. Das ist erstmal der Punkt, den ich hervorheben möchte. Ein zweiter Punkt, den ich hervorheben möchte, ist, dass ich euch alle mal bitte vorzustellen, der Bundesaußenminister würde heute vor die Presse treten und würde sagen, ich beobachte das Geschehen in Weißrussland und ich finde die Situation in Weißrussland nicht erträglich. In Weißrussland herrscht ein Diktator, in Weißrussland ist keine Demokratie. Den Menschen in Weißrussland ist eine Wahl gestohlen worden.
Das könnte der Bundesaußenminister ja sagen, weil das seine Auffassung darstellt. Und dann könnte er sich hinstellen, aber ich fordere in Zeiten der Pandemie, dass nicht mehr als 5.000 Menschen in Weißrussland in Minsk auf die Straße gehen, dass nicht mehr als 5.000 Menschen in Weißrussland in Minsk mit einem Abstand von 1,50 Meter zueinander und dem Tragen einer Gesichtsmaske gegen die Politik von Lukaschenko demonstrieren. Wenn er das machen würde, welches Medienecho, welches Echo würde der deutsche Außenminister weltweit bekommen, wenn er diese Forderung stellt? Das heißt, die deutsche Bundesregierung sieht das Demonstrationsrecht als eins der wichtigsten Grundrechte für eine Demokratie an. Dieses wichtige Grundrecht wollen sie aber einschränken aus infektionsschutzrechtlichen Gründen. Diese infektionsschutzrechtlichen Gründen fordern sie aber nur dann, wenn man auf die Straße geht, der eine andere Meinung vertritt als die Regierenden, die sich gerade vor die Kameras stellen. Und das ist doch genau die Problematik. Und dieses Messen mit zweierlei Maß, und da kann ich nur appellieren an die Regierenden, insbesondere an den Innensenator und an den Bürgermeister in Berlin, das macht die Menschen unruhig. Schauen Sie sich die Kommentare unter den Zeitungsartikeln an. Schauen Sie sich an, was in diesem Land gerade passiert und wie die Menschen diskutieren. Die Menschen sehen gerade unser Grundgesetz gefährdet. Und das ist durch diese Maßnahmen. Ich appelliere noch einmal an den Berliner Senat. Nehmen Sie, bevor wir zum Verwaltungsgericht in ein Eilverfahren machen, nehmen Sie dieses Verbot zurück. Machen Sie Auflagen, machen Sie sinnvolle Auflagen und lassen Sie uns gemeinsam in Kooperation diese Versammlung durchführen und zeigen wir, dass die Bundesrepublik Deutschland in der Lage ist, auch dann, wenn die Regierung eine pandemische Lage oder eine epidemische Lage sieht, wenn die Regierung meint, es gibt eine Infektionsgefahr, dass wir dann gemeinsam in der Lage sind, dennoch die Meinung derer, die sagen, wir sehen das anders und wir fordern, dass Wissenschaftler auch die andere Auffassung haben, gehört werden. Wir wollen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Wir wollen eine politische Veränderung bei den Maßnahmen, die hier getroffen worden sind. Lassen Sie uns diese Versammlung durchführen. Gemeinsam in Kooperation, so wie es die tollen Polizeikräfte in Berlin mit uns gemeinsam machen wollen. Und hören Sie auf, sich politisch einzumischen in die Frage einer Versammlung. Das ist mein Appell. Ja, wir sind, glaube ich, durch. Ja, vielleicht helft uns noch beim Verbreiten dieses Videos. Es wäre auch wichtig, dass der regierende Bürgermeister und der Innensenator dieses Video sehen, ebenso wie Richter am Oberverwaltungs- und notfalls auch Bundesverfassungsgericht. Und bitte abonniert den Kanal Klagepaten auf YouTube, Facebook und Telegram, wenn ihr weitere Informationen haben wollt. Genau, ich danke euch beiden erstmal. Wir werden jetzt die notwendigen juristischen Schritte einleiten. Wir haben noch ein weiteres oder ein großes juristisches Team von Anwälten und Anwältinnen hinter uns. Wir werden euch regelmäßig informieren. Das heißt, auch auf den Kanälen, die der Friedemann gerade genannt hat, werden wir informieren, wie weit wir sind. Wir werden die Schreiben und die Schriftsätze, die wir schicken, veröffentlichen, auch auf diesen Kanälen. Ihr werdet also live verfolgen können, was wir machen. Wir werden auch die Antworten veröffentlichen, weil es uns ganz wichtig ist, wie auch die Berliner Senatsverwaltung oder die Berliner Polizei auf diese Schriftsätze reagiert, welche Aussagen noch kommen. Verfolgt das live. Ich glaube, das ist gerade, kann man durchaus sagen, ein historischer Moment und ein Moment, wo man sich wirklich fragen muss, wohin tendiert diese Gesellschaft? Und wir werden euch so viele Informationen wie möglich und so transparent wie möglich geben. Vielen Dank, dass ihr da wart und ja, bleibt dran. Wir sehen uns, denke ich, am 29.08. in Berlin, weil ich nicht davon ausgehe, dass dieses Verbot bestehen bleibt.